Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einem neuen Mittwochs-Update-Video. Ja, wie ihr gesehen habt, mein Baumverschnitt ist nicht gerade wenig. Ich habe jetzt schon 3 Hänger weggefahren und es werden bestimmt nochmal 5. Locker vom Hocker. Das Problem derzeit ist halt einfach, dass ich sehr viel am Grundstück zu tun habe. Dazu kommt das Wetter, was nicht so super toll ist. Das bedeutet, ich habe derzeit wirklich nichts, was ich groß filmen kann, was jetzt Projekte angeht. Das schon mal vorab. Was ist hier mit dir eigentlich nicht richtig? Willst du jetzt abbiegen oder willst du nicht abbiegen oder lässt du mich vorbei oder was ist eigentlich mit dir? Verdammt! Wir sind 100 und die fährt mit 40? Egal! Ja, der Faden ist weg. Ich bin auf dem Weg in die Halle. Ich muss ein paar Bremsschläuche machen an einem Fahrzeug und eigentlich wollte ich heute noch an einem X5 arbeiten. Der ist aber leider noch nicht da. Das ist schade. Sonst hätte ich euch noch ein bisschen was zeigen können. Aber egal. Also könnte auch sein, dass der nachher noch kommt, aber ich denke nicht. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel Neues. Ich habe ein Gewindefahrwerk bestellt für den Audi A6. Ja, also das bedeutet, wir werden uns zumindest in diesem Video mal das Fahrwerk anschauen. Natürlich ist es hier kein 1000-Euro Fahrwerk, das ist klar. Aber dazu kommen wir später. Jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg in die Halle und dann sehen wir uns wieder, Leute. Also, bis gleich! Jetzt fragen sich bestimmt einige, warum macht er sich das so umständlich? Ja, weil die Schraube sich oben wieder nicht dreht an der Bremsleitung. Und man darf hier definitiv die Bremsleitung nicht abreißen, wie beim A8. So, schön sauber machen. Ist perfekt. Und jetzt drehe ich hier wieder oben die halbe Runde fest, die ich abgedreht habe. Denn mehr war es nicht. Erste Seite fertig. Hier überall schön Ovatrol gleich hinterher, dass es beim nächsten Mal auch funzt. Bremsleitung war definitiv im Arsch. Ihr könnt es deutlich sehen. Hier auch, aber das geht noch. Die waren auf jeden Fall fällig. Das ist Fakt. Definitiv waren die fällig. Okay. Thank you.
die zweite Seite. Also hier haben wir wieder das gleiche Problem. Ich kann euch das kurz zeigen. Ihr seht, wenn ihr überhaupt was seht, ich mache mal hier das Licht irgendwie anders. So. Ja? Also es dreht sich bloß die komplette Bremsleitung. Ich könnte jetzt hier noch doller drücken, aber das löst sich hier einfach nicht. Deswegen drehe ich hier unten den Bremsschlauch raus, bevor mir hier irgendwas abbricht. Das wäre extrem schlecht. Ah, komm schon. Willkommen in Torteiro im Video. Bremsenreiniger. Das muss auf jeden Fall richtig sauber sein hier. Gott verdammt nochmal. Ja, ich weiß, das ist umständlich. Aber doch die perfekte Lösung. Wieso tropft ja eigentlich Bremsflüssigkeit? Ich habe extra den Zollstock auf das Pedal geklemmt. Ich verstehe es gar nicht. So. Und natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr den Bremsschlauch nicht verdreht. Aber das sollte jedem klar sein. Ist ja auch kein Tutorial-Video. Hier wieder genauso krass. Also die sind echt heftig. Heftig im Arsch. So, die Bremsschläuche sind fertig. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das neue Fahrwerk vom Audi an. Da liegt das gute Stück Licht. Ich pack's mal aus und dann schauen wir uns das mal zusammen an, würde ich sagen. Ist dabei. Und wie immer ist das Teilegutachten nicht dabei. Das heißt, ich schreibe denen und die schicken mir dann das Teilegutachten per PDF. Will ich doch hoffen. Sonst gibt's aufs Maul, Junge. Aufs Maul. So, ich sag euch gleich, dass ich nicht extrem viel Geld ausgegeben habe. Das Fahrwerk kam 360 Euro, glaube ich. Es ist ein FK-Fahrwerk. FK Street. Sieht aber gut aus. Also von der Verarbeitung her schon mal auf jeden Fall nicht scheiße. Der Verstellbereich geht, glaube ich, von minus 40 bis minus 70 mm im legalen Bereich. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir den Audi 7 cm tiefer legen. Jetzt kommen die schönen Tellerchen.
Und jetzt können wir eigentlich gleich mal schauen, ob das, was da drinnen stand, überhaupt stimmen kann. Denn meistens ist es doch so, dass man gar nicht 7 cm hinbekommt. Zollstock. Ganz einfach, weil es meistens gar nicht 7 cm sind und ich sehe hier 5 cm. Die tiefste Einstellung sind 5 cm, wenn ich jetzt mit dem Ring hier oben auf 0 gehe. Das heißt, von minus 40 bis minus 70 kann eigentlich gar nicht sein. Oder? Doch, wenn der Ring ganz oben ist und das Fahrzeug wäre dann schon 4 cm tiefer. Ich kann euch sagen, beim New Beetle, da hatte ich zwar ein Jom-Fahrwerk, also noch billiger, aber ich habe dann den unteren Ring rausgelassen und habe den hier bis ganz runter gedreht und da stand immer noch ein Keil. Also mal gucken. Aber Fakt ist, die Verarbeitung ist soweit okay. Ich hoffe, es lässt sich relativ gut fahren. Nicht zu hart, nicht zu weich. Das werden wir dann sehen, würde ich behaupten. Was mich halt wundert, ist, dass das Ding keine Vorspannfedern hat. Also weder vorne noch hinten. Da bin ich dann gespannt, wie weit ich wirklich runterkomme, bis die Vorspannung verloren geht. Grün und Gelb passt schon mal gut zusammen. Auf jeden Fall werde ich das Fahrwerk, es soll angeblich verzinkt sein, aber ich werde es vorm Verbau mit Ovatrol konservieren. Weil diese günstigen Fahrwerke neigen leider dazu, dass die sehr stark nach 1 bis 2 Jahren anfangen zu rosten. Ja, bleibt gespannt. Also wie gesagt, ich habe es ja nicht übertrieben mit der Kohle, weil ich gar nicht weiß, wie lange ich das Auto fahre. Und ein halbwegs ordentliches Fahrwerk hätte jetzt 700 Euro gekostet. Also auf jeden Fall das Doppelte. Also lyncht mich jetzt nicht. Ihr könnt ja eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat auch irgendjemand Erfahrungen mit diesem Fahrwerk im Audi A6. Der übrigens kein Quattro ist, wollte ich nochmal erwähnen. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass das Ding ein Quattro ist. Weil der Typ, der mit mir getauscht hat, gesagt hat, dass es ein Quattro ist. Ist aber kein Quattro. Ist aber nicht schlimm. Im Endeffekt verbraucht das Ding weniger Sprit. Also eigentlich ist es sogar gut. So viel zu dem Video heute. Jetzt kommen noch ein paar kleine Sequenzen aus der Lackiererei. Der Peter hat für uns mal ein bisschen was aufgenommen von Jans Golf, wie es da aussieht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und jetzt viel Spaß mit dem Rest vom Video. Peace. So, wir sind heute in der Lackiererei mit dem Jan zusammen. Haben jetzt hier die Fahrertür noch mit ausgebaut und die Fahrertür wird jetzt... Was wird jetzt mit der Tür gemacht? Die wird jetzt entfettet und sauber gemacht. Unser toller Lackierer möchte, glaube ich, nicht ins Bild. Verdammte Scheiße! So, und hier steht das Gefährt. Der ist jetzt soweit gespachtelt, habe ich verstanden. Ja, war ein bisschen was zu machen, hat er gesagt. Aber so sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus. Und Ziel ist heute, dass wir mal die Leisten und sowas anhalten, mal anzeichnen und heute der Unterbodenschutz aufgetragen wird. So, Jan macht jetzt von innen den Motorhaube, weil wir jetzt gesagt haben, dass wir die auch lackieren. Stabiler Rücken.
Jan, macht das Spaß? Ja, ruhig. Zeig mal, wie soll das Spaß machen? Ich würde die ganze Zeit Nachmittag vorstellen. Ja. Tja. Deswegen ist weg von der Straße, was geblödet sind. Und Sie müssen nicht denken, nur weil Sie hier so einen Proletenkarren haben, dass Sie hier aufs Gas treten können wie Sau. So, hier ist jetzt abgeklebt. Hier kommt jetzt gleich der Unterbodenschutz ran. Vielen Dank, Herr Lackierer. Schön.